Für Fans von Left 4 Dead oder Warhammer Vermintide könnte dieses Jahr noch ein Spiel interessant werden, das GTFO heißt. Und mein Kollege Philipp Elzner hat sich das kurz vor der Gamescom angeschaut und mit den Entwicklern gesprochen. Hallo Phil. Hi, grüß dich Fritz. Bevor wir loslegen, was bedeutet eigentlich die Abkürzung GTFO? GTFO bedeutet, ich weiß nicht, ob das jetzt ausgepiept werden muss, Get the Fuck Out. Eine gängige Abkürzung im Gaming-Bereich. Hier bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk können wir das gerne mal zeigen. Gut. Das ist ein Koop-Spiel für vier Leute mit einem Sci-Fi-Setting. Genau. Und da gab es in den letzten paar Monaten immer mal wieder kurze kleine Trailer zu sehen. Zuletzt auch so ein Video, wo man so Geistergegner gesehen hat, wo man wirklich nur die Schatten von denen gesehen hat. Das sah ziemlich cool aus. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, worum geht's da? Was ist das für ein Setting? Also im Prinzip trifft es ja schon ganz gut, was du gesagt hast. Left 4 Dead oder Vermintide, das ist ein Vier-Spieler-Koop-Shooter mit dem Unterschied, dass es einen sehr hardcoreigen Ansatz hat, sage ich jetzt mal. Also man wird sehr oft sterben, das hat der Entwickler mir gleich so frei heraus gesagt. Also die Missionen, da darf man nicht davon ausgehen, vor allem bei den späteren, dass man da einfach mal so locker flockig durchläuft. Mhm. Und es ist sehr düster. Man sieht es auch, wenn man das Gameplay-Material sich anschaut. Es ist einfach sehr dunkel. Man ist zu viert in engen Gängen, in Korridoren unterwegs. Es hat so ein bisschen den Vibe von Alien Isolation manchmal, grafisch oder auch von der Atmosphäre her. Und ist eine Mischung aus dieser Koop-Ballerei, die man zum Beispiel von Left 4 Dead kennt. Gleichzeitig ist aber auch sehr viel Stealth und Rätsel dabei. Also du wirst schleichen, weil du versuchst, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Und du wirst Rätsel lösen, die teilweise auch sehr komplex ausfallen. Das heißt, es ist nicht nur ein reiner Hirn-Aus- und Ballern-Shooter. Genau. Aber es ist tatsächlich ein Koop-Shooter, wo man auch wirklich menschliche Mitspieler braucht. Denn es gibt, soweit ich weiß, bis jetzt keine KI-Unterstützung. Oder? Genau, man muss dazu sagen, der Entwickler von GTFO ist ein super, super kleines Team. Die sind zu 8, beziehungsweise mit einem Freelancer, glaube ich, zu 9. Mhm. Und das bedeutet, ich habe auch im Interview war eine meiner Fragen, ist es im Singleplayer spielbar? Habt ihr Bots? Kann ich dann einfach mit KI losziehen oder eben alleine? Und sie haben gesagt, nein, also gerade weil die Rätsel doch mal eine Nummer komplexer sein können und die KI das nicht leisten wird, wenn du sagst, ich möchte jetzt, dass der mir assistiert, hier dieses Rätsel zu lösen oder an diese Stelle geht und dieses Item zu holen oder was auch immer. Das werden sie als so kleines Studio nicht hinbekommen, dass die KI so clever sein wird. Und deswegen braucht man eigentlich am besten ein Team von vier Leuten, also noch drei Freunde, die dann gemeinsam spielen. Das ist ein, weil du schon gerade sagtest, 8 bzw. 9 Leute mit dem Freelancer. Das ist ein Studio aus Schweden, ne? Ten Chambers Collective heißen sie. Und die haben aber durchaus schon Erfahrung mit Koop-Spielen. Ja, große Erfahrung. Die kommen von Payday, und zwar die drei Studio-Heads, also die in den leitenden Stellen bei Ten Chambers Collective sitzen, haben Payday 2 gemacht. Und bringen natürlich da die ganze Erfahrung mit, die sie im Koop-Shooter-Bereich haben. Und Payday ist ja jedem PC-Spieler durchaus ein Begriff und ist ja auch einer der meistgespielten Spiele nach wie vor, so viele Jahre nach Release auf Steam, beziehungsweise Payday 2 immer noch. Und hat eine ähnliche Rezeptur, funktioniert aber an manchen Stellen eben doch anders als GTFO. Ja, sprechen wir noch ein bisschen drüber, wie GTFO eigentlich funktioniert. Es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, in unterirdische Komplexe. Ich weiß nicht, ob das Minenkomplexe oder irgendwelche abgestürzten Raumschiffe oder so, aber es ist, wie gesagt, Sci-Fi-Setting, ne? Unterirdische Komplexe. Genau. Und diese Vier-Spieler-Truppe geht da rein. Sind das spezielle Charaktere oder baut man sich die Figuren da selber? Was kannst du uns da verraten? Genau, also du hast vier spielbare Charaktere, die Namen haben, die auch eine eigene Hintergrundgeschichte haben. Und die vier werden als Scavenger in diese Level geschickt, um dort Missionen zu erfüllen, zum Beispiel wertvolle Gegenstände zu bergen und dann GTFO, also wieder abzuhauen aus dem Ganzen. Also dieser Fluchtteil gehört jedes Mal dazu. Man muss wieder zu einem Punkt zurück. Man muss auch da wieder rausfliehen. Okay. Es funktioniert so ein bisschen wie in Deep Rock Galactic, wo man am Schluss dann wieder zur rettenden Kapsel muss. So muss man in GTFO dann wieder an den Punkt, wo man an die Oberfläche wieder hoch kann. Und im Prinzip funktioniert es so, dass du schon vor das eigentliche Match beginnt, dich abstimmen musst mit deinem Teamkollegen. Teamplay und Teamwork ist sowieso ein sehr, sehr starker Fokus von GTFO, weil du vorher die Ausrüstung festlegen musst. Das heißt, ich muss nicht nur sagen, was für Waffen und Aufsätze für die Waffen ich mitnehme, sondern auch welche Arten von Scannern, Tools, Geschütztürme, Minen, alles, was ich brauche, um durch das Level zu kommen, bekomme ich vorher eine kleine Information, was erwartet mich da an Gegnern, wie ist ungefähr das Layout von der Karte. Und dann fange ich an, mich abzusprechen, suche meine Tools zusammen und dann gehst du zusammen rein und versuchst, dein Missionsziel zu erreichen. Und
der Trick ist natürlich, dass du, dass das Spiel ist sehr, sehr stealth-lastig. Das heißt, du versuchst erstmal Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, weil zum Beispiel auch starke Munitionsknappheit herrscht. Da kommt so ein leichter Survival-Aspekt schon fast mit rein. Und am Schluss kommst du aber nicht drum rum. Es wird irgendwann eine Situation kommen, wo du kämpfen musst. Mhm. Und da ist es dann gut, wenn du vorher die Gegend schon zu deinen Gunsten irgendwie ausgestattet hast, Geschütztürme aufgestellt hast, wenn du Minenfelder ausgelegt hast, sodass du dann im Kampf halt gute Karten hast, weil die Viecher halt richtig übel sind, wie man in den Gameplay-Szenen ja sehen kann. Diese vier Figuren, die da reingehen, die jetzt auch einen richtigen Charakter haben und irgendwie auch eine Story, die sich weiterentwickelt, sind das Klassen oder kann man die frei erstellen? Das sind keine Klassen, sondern sie sind einfach die Charaktere, die Geschichte erzählen, in Dialogen. Die Entwickler halten sich leider noch sehr bedeckt darüber, wie die Story aussehen wird und was es überhaupt geht. Aber es soll sich von Level zu Level durch Gespräche zwischen den Charakteren rauskristallisieren, um was es eigentlich geht und warum diese Viecher da sind und was weiß ich alles. Aber es sind keine Klassen, sondern die Klasse legst du selbst fest oder gestaltest du aus, indem du die Ausrüstung bestimmst, die derjenige mitnimmt. Genau. Wie sieht es denn mit den Leveln selber aus? Sind das zufallserstellte Level? Sind das alles von Hand gebaute Umgebungen? Es ist eine Mischung aus beiden. Also ich weiß leider nicht ganz genau im Detail, wie es funktioniert, aber die Entwickler haben gesagt, sie setzen auf ein prozedurales System und kuratieren dann aber die Maps selbst. Das heißt, sie wählen aus, was genommen wird, welche Versatzstücke und feintunen das per Hand. Das heißt, die Level sind nicht vollständig computergeneriert, die sind aber auch nicht komplett bis ins letzte Detail, bis zum letzten Felsen handgebaut, weil, wie gesagt, es ist ein 8-Mann-Studio. Ja. Ja. Wir haben jetzt in den Trailern größtenteils Schusswaffen gesehen, bei sowas wie Vermintide, also Warhammer Vermintide gibt es ja auch Nahkampfwaffen. Weißt du, ob das irgendwelche Nahkampfwaffen geben wird oder ist das eher tatsächlich ein Shooter? Ich glaube, es ist wirklich ein Shooter. Also auch nach dem, was mir die Entwickler erzählt haben, ist es halt ein sehr fortgeschrittenes Waffenarsenal eigentlich. Mhm. Es ist sehr Hightech, es ist eben so ein düsteres Science-Fiction-Szenario. Die Leute haben Railguns, die Leute haben Miniguns etc. Und eben sehr viele von diesen Tools, die sie noch einsetzen. Also so Scanner, um zum Beispiel unsichtbare Gegner zu sehen. Wir haben im Video auch schon Gegner gesehen, die nur Schatten werfen, aber gar nicht physisch zu sehen sind. Die kannst du mit speziellen Scannern dann sehen oder eben automatische Geschütztürme, die diese Gegner anvisieren. Und was aber trotzdem eine Rolle spielt, ist eben die Munitionsknappheit, weil die Entwickler auch betont haben, dass du von Kämpfen nichts hast. Wenn du kämpfst, wenn du Gegner abschießt, bekommst du keine XP, die lassen keine Munition fallen, sondern der Kampf nutzt dich ab. Das ist wirklich ein Verbrauch, der da stattfindet. Okay. Deswegen versuchst du auch im Kampf möglichst effizient zu sein oder den komplett zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Das heißt, irgendwann stehst du dann vielleicht nur noch mit deiner Sidearm, mit deiner Pistole da, weil die Primärmunition verschossen ist. Und dann musst du an bestimmte Punkte kommen, wo Munitionskisten oder Nachschubdepots liegen. Aber was ist denn, gibt es überhaupt ein Progression-System, also irgendein Fortschrittssystem? Gibt es irgendwas, was meine Figur weiterentwickelt? Die gibt's. Also du wirst nach und nach neue Technologie freischalten, auch neue Waffen und Aufsätze für die Waffen und dann Zugriff eben auf bessere Gadgets bekommen. Zum Beispiel deine Geschütztürme verbessern, dass die mehr Munition haben und so weiter. Oder eben fortschrittliche Scanner, damit du schon vorher, es gibt auch schöne Szenen, die das ein bisschen illustrieren im Trailer, dass du schon vorher durch eine Wand scannen kannst, was ist eigentlich dahinter, wie ist das Level danach aufgebaut, dann siehst du in diesem Scan den Korridor und wo mögliche Bedrohungen sind. Und das ist dann natürlich was für die späteren Level, wenn es immer schwieriger wird und das Spiel hat, wie gesagt, einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad, dann wirst du diese Ausrüstung brauchen und die musst du dann eben freispielen mit der Zeit. Du hast ja schon gesagt, es gibt keine KI und im besten Fall spielt man halt das Ding tatsächlich zu viert. Aber passt sich denn der Schwierigkeitsgrad irgendwie an, wenn man es allein zu zweit oder zu dritt spielt? Gibt es überhaupt Schwierigkeitsgrade oder gibt es nur eine festgelegte Stufe? Es gibt keine Schwierigkeitsgrade und soweit ich weiß, ist auch nicht geplant, dass es sich anpasst. Allerdings gibt es diesen sogenannten AI-Director oder den Director generell für GTFO. Das ist so eine Art KI, die so ein bisschen im Blick behält, wie das Spiel gerade fortschreitet. Also wie bei Left 4 Dead. Wie bei Left 4 Dead, die auch entscheidet, wo spawnen jetzt Mobs von Gegnern, wie stark sollen die sein, dass du halt konstant eine Herausforderung hast, aber dass du nicht an einem Punkt zu lang hängen bleibst. Also die kann durchaus auch erkennen, ob du jetzt 10 Minuten an diesem Rätsel schon gescheitert bist und dann zurückfährt, was sie dir an Wellen von Gegnern entgegenwirft, weil es eben sonst unmöglich wird, es zu schaffen. Reden wir noch kurz über Gegner. Weißt du, wir haben ja schon ein paar Monster gesehen in den Videos, aber weißt du, ob es irgendwie so richtige Boss-Begegnungen geben wird?
Bossgegner halten sich die Entwickler noch bedeckt, da wollten sie mir nicht so direkt Auskunft geben, aber ich weiß definitiv, das haben sie mir bestätigt, dass es ganz viele Gegnervarianten gibt, also zum Beispiel auch von einem Gegnertyp verschiedene Modifikatoren, und das ist zum Beispiel auch was, was der Director dann einsetzt, dass er dir zuerst drei, vier Mobs von demselben Gegnertyp entgegenwirft und du stellst dich darauf ein und du weißt, okay, die haben zum Beispiel gute Fernkampfangriffe und wenn du denen auf die Pelle rückst, können die aber nicht mehr viel dagegen tun und modifiziert dann diesen Gegnertyp, sodass er auf einmal im Nahkampf aktiv wird und dich im Nahkampf attackieren kann, und dann rennen die Viecher auf einmal nah zu dir her und du denkst dir so, Moment, vorhin habe ich dieselben Viecher aus der Distanz abschießen müssen, im Nahkampf bekämpfen müssen, und jetzt kommen sie her und kontern das aus. So, und das heißt, es gibt verschiedene Modifikatoren, die auch auf das Level übrigens zutreffen. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Level kommen und wenn du vorher den Scan angeguckt hast, ist da giftiges Gas verteilt in bestimmten Bereichen und du brauchst dann entsprechende Gasmaske, um durch die Bereiche zu kommen. Das sind alles Sachen, also gerade auch mit diesem, ich glaube, Expedition Director heißt der, ne? Diese KI. Genau. Das sind natürlich alles Sachen, die klingen auf dem Papier cool und spannend. Am Ende ist immer die Frage, wie gut das in dem Spiel dann funktionieren wird. Das können wir noch nicht sagen, selber richtig ausprobieren oder so, war noch nicht möglich. Aber wie sieht es dann aus? Gibt es ein Early Access? Gibt es eine Beta? Was sind die nächsten Schritte für dieses Spiel? Also die Entwickler sagen, dass sie noch dieses Jahr rauskommen wollen, final. Mhm. Also dass der Release 2018 geplant ist für GTFO. Wann genau oder welchen Zeitrahmen, wissen sie nicht. Und ihnen ist auch ganz klar, dass bei so einem kleinen Team es schnell mal passieren kann, dass man verschieben muss, wenn eine Person krank wird von einem 8-Mann-Team und für 2 Wochen ausfällt, dann musst du das Spiel zwangsläufig verschieben, weil es passiert dann in der Zeit elementare Sachen nicht. Ja. Sie sagen aber, sie möchten vorher das den Leuten an die Hand geben, um Fehler zu finden, um das zu polishen, da Feintuning zu betreiben in Form von einer Beta. Die wird höchstwahrscheinlich eine Closed Beta sein, das heißt, sie werden die Leute einladen, es wird nicht jeder automatisch reinkommen, aber auch da kein konkreter Termin oder Modalitäten, wie es dann aussehen wird mit der Beta. Okay, gut, dann sind wir mal gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten in die Richtung noch angesagt werden wird. Das war GTFO, Get the Fuck Out. Kommt, wenn alles gut geht, dieses Jahr noch exklusiv vorerst erstmal auf dem PC. Vielleicht gibt es vorher noch eine Closed Beta, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir da bestimmt auf GameStar.de auch entsprechende Meldungen zu haben. Vielen Dank, Phil, für die Einschätzung. Sehr gerne. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf GTFO freut. Das war's von unserer Seite. Macht's gut.